Und nachher. Ja, auf jeden Fall kriegen wir jetzt ein bisschen Geld. Okay, jetzt müsste ich gewinnen, dann würde ich 10 Punkte bekommen und Jack Benton müsste ich crashen. Dann hätte ich 22 und der müsste komplett raus sein und keine Punkte bekommen, um damit ich noch was erreichen kann. Besser als den dritten Platz. Ja, dürfte schwer werden. Okay, Benton hat sich auf jeden Fall schon mal gedreht. Was schon mal ein guter Anfang ist. Dicker Crash. Das bringt natürlich Geld. Da haben wir ihn schon wieder. Den Herrn Benton. So, so habe ich ihn kaputt gekriegt. In den Runden jetzt. Na, das macht er schon von selbst. Immer zumindest nur Hoffnung. Das war eindeutig zu viel Sprung in der Kurve. Okay, hinter mir kommt ein Ball von 4 Fahrern, die alle ineinander gehangen haben. Spezialdrift wird mich ja auch nicht weiter mit einschlagen. Handbremse, Gegenlenken, wirklich bringt ja nichts. Ist nicht das programmiert dafür. Oh Mann, der geht ja hier auch nicht mehr. Das heißt, ab 200 wird es mit der Lenkkraft ein bisschen nachlässig. Jedenfalls der Jack Benton jetzt nicht erster und ich könnte eventuell zweiter werden. Boah, wackeln meine Ausbildung. Aber ich wage nicht zu hoffen. Okay, ein bisschen Geld haben. Und dritter. Na, ja, da hätten wir rausspringen müssen. Gut, ein letztes Rennen. Da habe ich. Na. Da noch so viel Chance, noch was rauszuhauen. Wäre schön, wenn es gehen würde. Wo ich in der Runde immer recht gut war, bis jetzt. Okay, da hat es nicht geklappt. Das sollte man nicht unterschätzen, was das für Schaden anrichten kann. Sehr schwer. Jackson Walker hat die Hälfte seines Lebens verloren durch einen kleinen Crash mit. Jackson hat noch viel mehr an Leben verloren. Ich glaube, das war nicht so geldbeschäftigt. Das war Jackson Walker. Da vorne kommt der unserer nächster Raucher. Ja, ich weiß, ich fahre in die falsche Richtung. Okay. Vor uns ist die Katie Jackson und der Jackson Walker. Ich gern. Ach, der Motor. Gut, so Schrott, da ist eine Rauchwolke. Der Motor steht auch noch gerade da. Und der zusammen ist die Runde hier gerade sehr gut. Was ist da? Jetzt hat man nicht mehr die erste Runde abgeschlossen. Einen schon geschrottet. Und die Kurve ist mir auch sehr schön gelungen. Ja, die Treppe muss ich dabei. Haut einem alles weg. Da vorne. Da sind die nächsten. Unter anderem ein Jack Benton, der raucht.
ich das sehe. Und mal noch eine Meldung über ein Power. Wo? Nein, das ist die Sally Taylor, die fallen. Und da vorne noch jemand. Jetzt bräuchte ich natürlich ein Nitro, was ich leider nicht habe. Und ich werde auch nicht bis zur Kurve kommen. Aber ich habe sie geschrottet. Viel Glück. Frank Mack hat geschrottet. Ich glaube, ich werde selbst zu verantworten. Er war relativ allein da. Gut, das habe ich jetzt zu verantworten. Verdammt. Hier werde ich nicht mehr so viel holen. Das steht schon mal fest. Obwohl. Das war mein dritter Schrott. Mein dritter Schrott. Und das bedeutet einen riesen Haufen Kohle. Das, was der Benton gemacht hat, wird man vielleicht als Respekt über mein Fast gehen. Aber ich glaube ja nicht. Zweiter. Ja, der dritte. Ja, da wurde ein bisschen Nitro abgegriffen. Shit. Gut. Zumindest rauche ich mal nicht. Zumindest nicht während der Fahrt. Vierte. Das war zu viel gebrannt. Dritter. Na gut, dritter ins Ziel ist auch okay. Mit dem dreimal Schrott. Insgesamt viermal Schrott. Was bedeutet, ich habe 10.800 allein durch den Dingens bekommen. Jetzt nochmal 1.500. Da ist mir der dritte Platz auch recht. Viermal Bronze hatte ich bis jetzt noch nie. Gut, mit 26.000 im Gepäck kann ich jetzt zum Aufrüsten gehen. Dann haben wir jetzt mal die Reifen für die Haftung, wenn das überhaupt berechnet wird. 8.000 für die Federung, 11.000 für die Lenkung. Da haben wir doch, was ich wollte. Jetzt mit 2.000 kann ich mir nichts mehr kaufen. Vielleicht noch die ersten Bremsscheiben, aber die habe ich ja schon. Okay, das bedeutet, wir haben noch dieses Rennen. Fahren wir lieber nochmal die Speedway, also das Speedrennen, den Sprintrennen, Sprintcup, wie auch immer. Und versuchen da was rauszuholen. Auf geht's. Oh mein Gott, das spricht ganz gut an. Ein paar Treffer, für die ich nicht unbedingt verantwortlich bin. Ist auch nicht schlecht. Ich bin auf dem Benton gefahren. Wie klasse ist das denn? Das ist doch mal der Hammer. Ich bin auf ihn gelandet. Sehr schön. Nein. Ich hab ja gerade überlegt, ich bin doch nicht über die Rampe. Da muss man ja schnell reagieren, sonst fliegt man halt über die Rampe und dann ist sowieso alles schon vorbei. So. Ungewollt gebremst. Unschöne Sache. Ja, Ben, wo willst du lang? Mit der Technik hatte ich sie. Okay. Jetzt muss ich hier gucken, wie soll ich bitte flogen? Jetzt Glück habe. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Macht keinen Fehler mehr. Und das bedeutet,
Tschüss.